mein erstes Schlüsselerlebnis hatte ich damals, das war in der, ziemlich am Anfang der Lehre, in einer Drei-Mann-Filiale in Offenbach-Bieber. Da gab es eine Mini-Bankfiliale und da kam damals, ich war also gerade frisch in der Ausbildung, kam eine 70-jährige Oma rein und sagte, guten Tag, ich möchte 40.000 D-Mark anlegen. Ja, wollte ich gerade anfangen zu beraten, zu fragen, Mensch, was hat sie vor, wie lange soll es angelegt werden und, und. Da rief mich dann Frau Pfeiffer, das war unsere Filialleiterin, ja, also ähnlich wie in der Feuerzangenbowle, mit einem F oder mit zwei F, nee, mit drei, einem vorm Ei und zwei hinter. Sagte, Herr Schmidt, kommen Sie noch mal her. Ich mich bei der Kundin entschuldigt und gesagt, okay, was soll ich denn jetzt machen? Ja, sagt sie, also gucken Sie mal, haben Sie auf unsere Rennliste schon mal geguckt? Ich so, was für eine Rennliste? Ja, sagt sie, wir müssen diesen Monat 100 Bausparverträge machen. Wir müssen 100 Lebensversicherungen machen, die haben wir schon beide im Kasten. Aber wir haben erst 70, 30 Jahre lang laufende Sparverträge. Jetzt dürfen Sie genau einmal raten, was ich hier verkaufen sollte. Da habe ich dann gesagt, Mensch, Frau Pfeiffer, Sie mit Ihrer Erfahrung, Sie können das viel besser als ich. Ja, und habe mich vom Tresen zurückgezogen. Ja, da habe ich gesagt, das meine ich.